Hallo zusammen, wir spielen Sunkenland. Freut mich, dass ihr wieder reinschaut. Es ist jetzt ein paar Tage her. Ich hatte jetzt wenig Zeit, privat zu spielen und heute geht es aber weiter. Ich musste mich erstmal kurz wieder einen Überblick verschaffen, wo wir stehen geblieben waren. Und zwar hatten wir jetzt vor, noch den Amboss zu bauen, bessere Waffen zu bauen. Dann hatte ich mir mal angeschaut, wir können die bessere Rüstung bauen, wir können uns den Lufttank bauen. Also es gibt so viel zu tun. Wir wollten uns noch einen Garten bauen. Wir legen heute einfach mal los und schauen, wie weit wir kommen. Am Forschungstisch habe ich jetzt schon mal den Amboss freigeschalten. Den können wir bauen. Das war jetzt nicht die Welt. Einfach ein Eisenbahn und Schrottmetall brauchten wir zum Freischalten. Lasst uns den mal bauen. Und zwar hatte ich mir überlegt, den können wir hier in die Ecke quetschen. Denn die beiden Fenster, die nutze ich nicht. Die sind nicht unbedingt die besten Verteidigungsmöglichkeiten. Von daher passt er ja wunderbar in die Ecke hinein. So, gebaut und jetzt hoffe ich mal, dass wir uns auch heute schon, beziehungsweise jetzt, einen besseren Eisenspeer bauen können. Da benötigen wir Eisenbahn, Komponenten, Klebeband, das hätten wir alles. Schaden plus 70, das ist richtig gut. Guck gerade mal so, Eisenschwert, Eisenkeule, das klingt auch interessant, gerade für Nahkampf. Eisenaxt, ja, wir haben uns alles aus Eisen bauen, aber heute erstmal den Eisenspeer. Da haben wir Glück. Wir brauchen noch ein Eisenbahn und glaubt das nicht. Ich habe noch ein Eisenbahn im Inventar. Das heißt, wir müssen auch wieder Eisenerz. Ne, hier haben wir ja noch Eisenerz. Ich wollte sagen, Eisenerz besorgen gehen, aber wir haben noch welches. Müssen wir halt bloß durchbrennen. So, das haben wir. Achso, Klebeband und elektrische Komponenten. So, Klebeband, Komponenten. Eisenspeer. Ja, natürlich reicht es mal wieder nicht. Da hat er nicht richtig hingeguckt. So, hergestellt. Sehr schön. Eisenbahn, gut. Hier müssen wir erstmal Eisenbahn wieder einschmelzen. Damit das weitergeht. Und guck mal, wie schnell das geht. Schon sind die nächsten beiden fertig. Das ist aber eine Aufgabe, was man eigentlich so nachts machen kann. So, Eisenspeer, Klebeband wieder rüber. Wir machen jetzt mal leer und machen auch gleich los auf eine Loot-Tour. Bloß mal kurz leer machen. Den Eisenspeer. Wir haben noch den Schrotteisenspeer. Packen wir einfach mal in die Kiste rein. Ja, 13 Uhr, es wird Zeit. Wir müssen nämlich Marlins töten und auch einen Hai töten. Ja, das reicht. Ich habe gerade überlegt, ob wir genug Nahrung mit haben. Haben wir. Wir brauchen Gummi, Marlinhaut und Haifischhaut. Und mit dem Eisenspeer sollte das eigentlich kein Problem sein. So, Wasser trinken mit F. Damit sind wir fit. Energie ist ein bisschen, naja, nicht ganz so gut. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir als letztes jetzt Haifische gesehen haben. Ich meine hier bei der Villa auf jeden Fall. Aber eigentlich sind sie ja überall. Tantensiedlung, Kandoruin, da waren wir schon. Die Neptun, da waren wir noch gar nicht. Aber da brauchen wir, denke ich, mal eine Tauchflasche. Lasst uns erstmal Haie suchen gehen. Haie, Marlins. Oh. Hier haben wir ihn. Komm her. Das sieht er uns etwa nicht. Ach, das war's schon. Das war's schon mit dem Hai. Habt ihr das gesehen? Da war ein bisschen träge.
Der war bestimmt noch nicht so ganz bei der Sache. Gut. Abgearbeitet. Jetzt brauchen wir noch Gummi. Und Marlins. Vielleicht fahren wir mal hier rüber. Da waren wir noch gar nicht. 15 Uhr. Ja, Zeit wird knapp, aber sollten wir schaffen. Guck mal kurz, ob die Richtung stimmt. Ja. Spot könnte da hinten diese Brücke sein oder beziehungsweise diese Straße, die noch zu sehen ist. Freizeitpark, hier waren wir auch noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Kurz gucken, was es hier so gibt. Also, Amai. Da machen wir doch direkt hin. Gucken, wie der so drauf ist. Ja, genauso träge. Also ich hatte die Haie krasser in Erinnerung. Ist es wirklich schon sehr angenehm. So, guckt mal hier Fahrzeuge. Plündern wir gleich mal. Vielleicht gibt es schon den benötigten Gummi. Ah, ich weiß. Ich weiß. Es gab Zeiten, wo ich gesagt habe, Gummi. So viel Gummi, ich brauchte nicht. So, jetzt natürlich so ein, zwei Eisenstapel, Eisen. Reifenstapel. Schon so ein bisschen rum, aber ich sehe keine Autos, Fahrzeuge, Fässer. Kiste. Ah, da ist nur Loot zu verkaufen drin. Ja, auch hier wird schon eng. Hier bräuchte man wirklich schon die Tauchflasche. Ach, was macht er denn? Fahren, habe ich gesagt. Fahren. Jetzt. So, gucken wir mal hier küstennah, ob wieder die Marlins unterwegs sind. Ansonsten bei uns vor der Insel müssten ja auch drei Stück da sein. Ja, für die Rüstung brauchen wir noch Marlinhaut. Die könnten wir uns dann bauen. Für den Lufttank braucht man Gummi, elektrische Teile, Eisenbahn. Hätten wir auch da. Und da wollte ich gerne noch diesen Rucksack bauen. Wir haben ja bloß jetzt momentan den Stoffbeutel. Und ich wollte mal gerne den Rucksack bauen, ob da jetzt mehr Tragefähigkeit drin ist. Okay. Da kommt ein bisschen mehr Gas, da schwimmen wir so entgegen. Ha, also schön sehen sie aus. Aber können tun sie nichts. Ah, nee, da müssen sie wirklich was dran machen. Das ist da kein Hai. Das ist da hier eine dicke, fette Robbe. Guck mal. Da schwimmen wir einfach so davon. Da, ich sehe Reifen. Das ist mal Energie. Wir brauchen ein bisschen Energie. 20 Energie. Die Limonade.
Sehr schön. Das war der erste Gummi. Schnappen uns gleich noch das Fahrzeug. Da sehe ich noch eine Kiste, einen Traktor. Mal gucken mal, da ist noch eine Kiste. Oh, hier ist wirklich gut was los. Wie nennt sich das hier eigentlich? Die Brücke. Die Brücke. Hätte das gedacht. Ah, Stromkasten. Noch den alten Traktor mit. Drei Gummi. Und hoch. Gut, würde ich sagen. Machen wir zurück. 21,50. Nee. 13,28. Sorry. 13,28. Zeiten verwechsel ich immer. Können wir auch noch ein bisschen hier bleiben? Oh! Die Brieftasche verloren. Chemische Substanzen haben wir noch gar nicht gefunden bisher. Also wieder was Neues. So, was ist das hier? Das nehmen, upsala. Und hoch. Ach komm, das macht keinen Sinn. Wir können die Tauchflasche bauen, wir werden sie jetzt auch bauen. Das heißt, wir fahren erstmal zurück, holen noch die zwei Marlins, bauen, das wir bauen wollten, kommen einfach später wieder zurück. Ja, Beute haben wir gut gemacht. Auf der Gummiinselende. Was? Gummientenninsel, so rum. Da müssen wir auch mal vorbei wieder. Erze besorgen. Und da habt ihr mir auch mal geschrieben, einfach dann eine Plattform setzen, die sollen wohl überall zu setzen sein, unter Wasser, über Wasser. Six meinte auch mal, man könnte jetzt eine Plattform einfach unter Wasser setzen, dort eine Flagge drauf, dann hat man so Hotspots, wo man nochmal looten muss. Oder zum Beispiel eine Plattform setzen, Generator drauf bauen, dass man dann diese Tauchflaschen sich wieder befüllen kann. Da muss ich mal sehen, dass man das so im Hinterkopf behalten, dass ich dann, wenn das soweit ist, dann auch so mal umsetze. So, ich gucke schon so ein bisschen, ob wir hier die Marlins sehen. Aber noch sind keine in Sicht. Hier haben wir die Villa. Ja, eigentlich können wir erstmal bis ans Ufer fahren. Und das Stückchen bis zu den Marlins, das schwimmen wir einfach.
Was mir gerade so einfällt, was ist denn eigentlich, wenn jetzt ein Angriff kommt? Könnt ihr eigentlich auch unser Floß angreifen? Ah, hier haben wir doch einen. Platz haben wir. Ja, ich unser Floß angreifen, nicht, dass die das kaputt machen. Na, guckt mal, also die können wir wirklich noch viel schneller. Das ist doch gar nichts hier. Tja, da haben wir sie. Keine sehr große Herausforderung. Mal habe ich jetzt den Gummi mitgenommen. Natürlich nicht Haifischhaut, haben wir auch nicht mit. Machen wir das erstmal so. Haifischhaut und Gummi mitnehmen. So, Haifischhaut, Gummi haben wir mit. Warte mal. Wir wollten eigentlich bauen. So, Amboss haben wir gebaut, Rüstungswerkstatt. Okay, dann wollte ich freischalten. Kampfrüstung. Da brauchen wir noch einen Eisenbahn, Lufttank, Eisenbahn. Und was hatte ich noch gesagt? Die Rüstung. Die ist dann im Inventar zu bauen. Abgedeckte Staffelei. Geldbörse, ja, so sowas wollte ich dann verkaufen, Geldbörsen. Kampfrüstung, Forschung, Lufttank, Forschung. Komponenten, Leuchtrakete ist unwichtig. Die Pistole würde ich erstmal auch nicht bauen. Ich glaube, die ist, naja, nicht so das Wahre. Wir könnten noch den Herd. Da brauchen wir noch Komponenten. Das machen wir gleich. So, Forschung. Ja, und den Tresor. Kann man haben, muss man nicht haben. So, die Kampfrüstung. Da brauchen wir Marlin-Fischhaut. Wir brauchen Stoff und Eisenbahn. Oh, schön, hier ein Eisenhelm. Das heißt hier erstmal wieder Holz. Das Holz ist alle. Chemische Substanzen. Das ist neu. Die Bauteile können schon mal raus. Die Haifischhaut haben wir noch drin. Gummi. So. Ich wollte ja noch diesen Rucksack mir bauen. Ja, da brauchen wir 12 mal Stoff. Ja, werden wir sehen, ob sich da überhaupt was erhöht. Auf jeden Fall ausprobieren. Kostet nichts. Kostet schon was. Ressourcen, aber macht nichts. Marlin Fischhaut herstellen.
So, der kleine Rucksack raus. Ne, warte, das geht gar nicht. Zum ersten Mal hier ein bisschen Inventar sortieren. So. Denn theoretisch müsste ja hier unten die Fünferleiste verschwinden. So, da ist sie weg. Und der große Rucksack. Sehr schön. Ja, bringt eine komplette Leiste mehr. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Rucksack gebaut. Jetzt wollten wir noch Kampfrüstung. Da fehlen Eisenbahnen, Eisenhelm. Ja. Das würde ich mir dann noch bauen. Und den Lufttank. Kleiner Lufttank. Da brauchen wir Gummi, den machen wir jetzt. Gummi, nee, wartet, Gummi haben wir gar nicht eingelagert. Gummi haben wir schon wieder nicht mehr. Gummi ist aus. Ja, bedeutet, wir müssen weiter looten gehen. Das heißt, erstmal die Nacht wieder abwarten. Ich werde die Nacht nutzen, um hier Stahl zu schmelzen. Dann auch die Rüstung, den Helm mir herzustellen. Und dann geht's nochmal hoffentlich mit der neuen Taucherausrüstung. Wenn wir die dann bauen können schon, ja, zurück. Dann gehen wir nochmal looten. Da war ja noch jetzt hier der Freizeitpark und die Brücke zu looten. Beides waren jetzt etwas tiefer gelegen, noch nicht so tief, aber wir gucken einfach mal, ob wir das hinbekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.